war für uns die Frage, wir wollten unbedingt eine Ausstellung zu ihm, zu seinem Werk machen. Und da hatte Harald Kretschi die Idee eben des Artists Clubs, eine Idee von Franz West aus dem Jahr 1999. Sein Werk besteht ja aus sehr viel Gemeinschaftsarten, performativen Arbeiten. Und diese Idee ist eine Idee, die eigentlich nie zu Wests Lebenszeiten ausgeführt werden konnte. Und wir nahmen nun, Harald Kretschi nahm nun diese Gedanken auf und er wird nun sagen, was die Idee dahinter ist. Danke. Ja. Vielen Dank, Frau Dr. Huslein. Ja, ganz kurz, es ist ja natürlich, wie schon gesagt, es ist eine Aufgabe nach einer Retrospektive in der gleichen Stadt, im relativ kurzen Zeitraum, eine weitere Ausstellung zu machen zu einem Künstler, der damals ja auch schon verstorben war, aber wenigstens in der Konzeption noch dabei war, eben eine Ausstellung zu machen mit Franz West, der sehr im Hier und Jetzt gearbeitet hat, der Ausstellung meistens noch bis zum letzten Moment verändert hat, der neue Ideen eingebracht hat, also das Überraschungsmoment, wenn man so will, ein Teil seines Kunstbegriffs ja auch war. Und insofern ist es, war eben die Herausforderung, ja, wie kann man das machen? Und vor allem, wie kann man eine Ausstellung mit einem verstorbenen Künstler machen, der installativ arbeitet, in einem großen Einraummuseum wie hier und im ersten Stock, wie kann sowas aussehen? Und da ist mir dann im Gespräch mit Künstlerfreunden, Weggefährten von Franz West eben dieses Fax ins Auge gestochen, das vorhin Frau Dr. Huslein schon erwähnt hat. Es ist jetzt nichts Besonderes, wenn man sich denkt, Franz West hat ja sowieso sehr viel schon mit seiner Werkstatt mit Freunden zusammengearbeitet, hat seine eigenen Mitarbeiter auch protegiert, hat sie unterstützt. Er erzählte ja auch immer davon gesprochen, dass er eigentlich das zurückgeben wollte, was ihm ja gefehlt hat oder was er bei manchen Leuten in Wien in den 70er Jahren erfahren hat, nämlich in der Galerie Neck St. Stephan bei Oswald Oberhuber, dass er da einen Protégé auch gefunden hat, der ihn gefördert hat und seinen Kunstbegriff durchaus als wegweisend erkannt hat. Und das wollte er immer weitergeben und hat auch oftmals gewisse Zweifel, die er an der Arbeit hatte, ganz offensiv weitergetragen und hat Künstler gefragt, wie kommt bei dem Werk nicht weiter, wie kann ich da weiter tun, hast du eine Idee? Und so hat er sehr früh eigentlich gemeinschaftlich gedacht, kollaborativ den Werkprozess angelegt und das ist eigentlich, wenn man so will, das Signifikante bei Franz West. Jetzt der Artist Club, es wäre jetzt, wie gesagt, wenn man das Werk kennt, dann denkt man, ja, das ist klar, da will seine Freunde wieder um sich scharen und dann, dass da was passiert und dann schaut man, was rauskommt. Aber so ganz so einfach ist es nicht, weil man muss schauen, an wen schickt er das Fax. Ja, das Fax schickt er an Fabrice Hubert, einen postkonzeptuellen Künstler, der in den 90er Jahren angefangen hat, Dinge aus Supermärkten ins Museum zu tragen und dort zu verkaufen. Also er hat versucht, so Transferprozesse zu machen. Das war in den 90er Jahren durchaus auch gang und gäbe, dass man, wenn man so will, Institutionen selbst als Kunstwerk erklärt hat. Also da gab es plötzlich Forschungsinstitutionen, aber dahinter standen Künstler. Oder es gab Labors mit ganz kryptischen Namen, aber das waren eigentlich Künstlerprojekte. Also man hat versucht, so Transferprozesse zu machen. Und wenn man dann sieht, wenn man dann diesen Artist Club, diese Idee eines Künstlerclubs sieht von Franz West, dann ist das natürlich eine von ihm gesteuerte Idee. Also er hat natürlich immer so eine Art performatives, theatrales Denken auch gehabt, also dass hier er als Regisseur eigentlich dient, um Dinge zu realisieren. So, das war eben die Chance, anhand dieses Faxes das als postkonzeptuelle Idee aufzufassen und zu sagen, okay, wir nehmen diese Ausstellung als Artist Club wahr und bauen sie so auf. Und, wir haben dann Werke ausgesucht, die kollaborativ angelegt waren. Also wir haben nur Kollaborationsarbeiten hier in der Ausstellung. Das fängt eben an bei einfachen noch Passstücken, die von einem anderen Künstler bemalt waren, wie von Albert Oehlen zum Beispiel, geht aber dann bis zur Arbeit Extraversion, die damals in Venedig gezeigt war, wo das Werk selbst, das Werk von Franz West, über 30 Arbeiten von anderen Künstlern mit integriert, also er mit ausstellt.
Das war natürlich auch ein subversiver Gedanke damals in Venedig, dass er natürlich eher eingeladen wird als der große Künstler, aber dann eine Künstlerliste von 30 anderen, teilweise total unbekannten Künstlern auftaucht, die überhaupt nicht zur Biennale eingeladen. Also er hat eigentlich auch hier einen subversiven Geist an den Tag gelegt, mit Menschen in die Biennale zu bringen. Und das ist etwas, was mich dann auch eigentlich von diesem Begriff der Kollaboration weggebracht hat, nämlich hin zum Begriff der Komplizenschaft. Die Komplizenschaft ist ein wissenschaftlicher Begriff auch in der Soziologie. Den findet man zum Beispiel in der Kriminologie. Also der Komplize ist per Definition jemand, den ich in meine Vorhaben einweihe, die gegen etwas, sozusagen, die ein Ziel haben und die aber auch gegen etwas agieren. Und in der Kunst hat man diesen Begriff der Komplizenschaft dann umgedeutet in den 90er Jahren und hat gesagt, okay, man kann das auch positiv sehen, man kann das als einen kreativen Prozess sehen. Ich weise jemanden ein in meinen Kunstbegriff, ich arbeite mit ihm, gehe einen bestimmten Weg mit ihm zusammen, mache etwas zusammen und nur wir wissen, was es eigentlich bedeutet und wir konfrontieren damit die Leute. Und das ist ganz interessant, da wird natürlich auch Franz Wests Werkbegriff ein sehr subversiver und auch ein sehr den Kunstbetrieb unterwandernder Kunstbegriff. Die Idee dann natürlich, den Raum zu bespielen, war natürlich dann auch klar, dass wir hier große Arbeiten brauchen. Also wir arbeiten mit großen Installationen, die wir hier erstmals wieder aufbauen, wie zum Beispiel die Extraversion, die erstmals in Wien zu sehen ist, die Arbeit von der Biennale, aber eben auch Arbeiten wie diese Gemeinschaftsarbeit mit Michelangelo Pistoletto, wo man die Passstücke in die Hand nehmen kann, damit spielen kann, hineingehen kann und sich vor dem Spiegel von Michelangelo Pistoletto selbst performen kann. Das geht so weit wie die Arbeit von Tamuna Sivilace, das Moonlight, also das Zimmer, das sehr introvertierte, eine sehr introvertierte Version, eigentlich diese Extroversion, also wir haben den intimen Raum, den introvertierten Raum und wir haben den extrovertierten Raum, nämlich die Küche seines eigenen Ateliers, der eigentlich nur nach außen gestülpt war. Und dann haben wir verschiedene Arbeiten, wie zum Beispiel mit Heimo Zobernick, die Essenz, oder mit Douglas Gordon natürlich die Arbeit, die Sie da in der Ecke sehen mit der Schrift, aber eben auch dann, und das sind dann ganz elaborierte Gemeinschaftsarbeiten, wie zum Beispiel mit Anselm Reile, das ist die Installation, die Sie im Eingangsbereich sehen, im Foyerbereich, also wenn Sie reinkommen, da gingen wirklich die Arbeiten hin und her, also Sie haben sie wirklich Arbeiten, die nicht fertig waren, hin und her geschickt, bis am Ende eigentlich dann wirklich auch noch die Installation stattfand und Anselm Reile hat mir erzählt, es war sogar so, dass Franz West dann bei der Ausstellungseröffnung nochmal gegangen ist und die Arbeiten von Anselm Reile verschoben hat und der Anselm hat die Arbeiten von Franz West verschoben. Also sie haben wirklich dann bis zur Installation dann wirklich nochmal ineinander gearbeitet und da sieht man vielleicht diese Idee der Komplizenschaft am allerbesten, zwei Künstler, die eigentlich komplett anders gedacht haben, wie sie zusammen fungieren. Wir haben uns auf das Spätwerk beschränkt, auch der Tatsache, dass es eben das Frühwerk sehr stark im Momog auch ausgearbeitet war, haben wir uns eben auf die Zeit beschränkt, wo eigentlich diese Franz Wests Werkbegriff auf seiner internationalen Ebene bereits angekommen war und er eben in der Galerie von Peter Pakisch damals in der Ballgasse hier auch mit internationalen Künstlern konfrontiert war. Das ging dann so weit, dass zum Beispiel im Museum in Mönchengladbach der Veit Loers einen Martin Kippenberg und Franz West Raum eingerichtet hat, also auch hier praktisch die zwei zusammengebracht hat. Und da war es interessant eben, dass zum Beispiel der Franz dann auch gesagt hat, das mache nicht ich, sondern ich lasse es jemanden für mich machen. Also auch da eben die künstlerische Hand noch weiter sozusagen wegzugeben und jemanden zu engagieren, der für ihn agiert, also sozusagen Komplize wird in diesem Moment der Installation. Das darf natürlich auch nicht fehlen, dass Franz natürlich vom Handeln ausging, also die Performance bei ihm ein wichtiger Bestandteil war. Ich gebe also klar zu bedenken, dass Franz zum Beispiel bei einer der ersten Ausstellungen in der Galerie Nick St. Stephan bereits erste Handlungsanweisungen an die Wand geklebt hat. Und die Handlungsanweisungen waren so absurd, dass wenn man sie ausgeführt hat, wäre man gegen die Wand gelaufen. Also er hat auch hier schon sehr früh performativ gedacht. Und wir haben dann natürlich auch gedacht, es muss die Performance auch in der Ausstellung stattfinden. Deswegen ist diese zentrale Arbeit, die Sie hier sehen, von Heimo Zobernick
Das ist dieses Bühnenelement, die sogenannten Nutzsockel von Heimat Sobernick und dieser Schlot, dieser Turm. Auch das ist für uns, wenn man so will, der Artist Club, das ist die Bühne des Artist Clubs. Da werden jeden zweiten Mittwoch werden Performances, Lesungen, Musikperformances stattfinden. Und wir werden dann auch schauen, es wird sich auch teilweise vielleicht auch während der Ausstellung ergeben, wo wir dann auch wirklich darauf reagieren, was hier in der Ausstellung so passiert. Und ich glaube, damit hat man am ehesten den Geist von Franz West erfahren und kann das am ehesten nachvollziehen. Ich wollte mich, das wäre vermessen gewesen zu sagen, ich versuche jetzt so zu tun, als wäre ich Franz West, mache jetzt die ganz hippe und die ganz schräge Franz West-Ausstellung. Das kann ich nicht, weil ich bin nicht Franz West, aber ich konnte über diesen Artist Club kuratorisch das auf einer Metaebene abhandeln, zu sagen, ich gebe wenigstens die Tools an die Hand, dass etwas passieren kann. Und ich glaube, in diesem Sinne muss man diese Ausstellung auch begreifen. Die Ausstellung geht eigentlich erst wirklich los, wenn die Ausstellung losgeht und wenn die Dinge passieren, dann wird es eigentlich erst eine komplette Franz-West-Ausstellung. Ganz wichtig ist mir auch noch zu sagen, dass alle Möbel, die in der Ausstellung sind, sind benutzbar. Sie dürfen sich auf jede Couch, auf jede Chaiselongue legen, sie dürfen sich auf jeden Stuhl setzen, sie dürfen auf die Arbeit von Heimat Sobernick hinaufgehen, sie dürfen in jeden Raum hineingehen. Das war mir wichtig, weil ich glaube, dass wenn wir diese Erfahrung nicht machen, dann verstehen wir den Franz West am wenigsten. Und das war vielleicht auch etwas, wo in den letzten Ausstellungen oftmals moniert wurde, eigentlich sind es ja Nutzgegenstände. Der Werkbegriff von Franz West ist eigentlich nicht erfahrbar, wenn man die Dinge nicht angreift. Also Sie können auch die Passstücke in die Hand nehmen und damit agieren und damit ein Mitkomplize von Franz Wests Arbeit werden. Ich möchte auch noch auf den Katalog hinweisen. Wir haben hier ganz interessant, auch hier, der Katalog ist so gemacht, dass Sie sich die einzelnen Elemente, nämlich den Textband und die Fotos der Ausstellungsansichten, können Sie sich selbst kombinieren. Sie können das wegnehmen, Sie können die Teile verschieben und dann wieder zusammensetzen. Also jeder kann sich seinen eigenen Westkatalog selber machen. Die Termine zum Artist Club finden Sie in unserer kleinen Broschüre und ich bitte Sie da eben auch, vielleicht immer mal wieder auf die Homepage, auf Facebook oder auf unsere Homepage zu schauen. Es kommen natürlich neue Termine noch dazu, aber mir war es eben wichtig, dass wir Dinge auch abhandeln, wie zum Beispiel wissenschaftlich abhandeln, wie zum Beispiel die Arbeit zwischen West und Kippenberger, aber eben auch Mike Kelly und Franz West mit einer Vorlesung aus einer von John Miller von der University of Columbia und Laura Lopez Panigua, eine Künstlerin und Autorin, die gemeinsam darüber sprechen werden. Philipp Weinberger, der musikalische Begleiter von Franz West, wichtiger auch Ideengeber und Inspirator, wird hier auch im Artist Club spielen, wird zur Eröffnung spielen. Es ist auch interessant, dass der Franz eigentlich agiert hat wie ein Musiker, nämlich als Teil einer Band. Ja, also es war eigentlich seine ganze Posse um ihn herum war eigentlich seine Band und die haben alle gemeinsam gespielt. Und das Gute ist, das Lustige ist, in der Musik gibt es ja, vor allem im Jazz, im Free Jazz gibt es dieses Element des Call and Response. Also wenn es zwei Soli gibt, dann gibt es das Call and Response und genau so hat eigentlich der Franz West auch agiert. Und deswegen war die Musik für ihn auch sehr wichtig als ein konzeptueller und auch methodische Ideengeber.